Hallo, hier ist Sion und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy X. Beim letzten Mal haben wir inmitten der Donnersteppe hier Rast gemacht und heute, da der Sturm ja zu Rikus Bedauern nie aufhören wird, setzen wir die Reise mal fort. Und ein Donnerschild habe ich erhalten. Mal überprüfen. Okay, das ist geil, denn es beherrscht Stromwall. Stromwall bedeutet, dass jeglicher Donnerschaden auf Null reduziert wird. Das ist also nicht so wie 50 Strom oder sowas, sondern halt Blitz, was auch immer, nimmt uns gar nichts mehr ab. Von daher rüsten wir das doch gleich mal aus. Ja, du kannst noch auswählen. So. Okay. Setzen wir den Weg mal fort. Und es ist wirklich sehr schön, denn heute mache ich endlich mal wieder eine Live-Aufnahme. Ich habe ein bisschen was bei mir umgestellt. Ich hoffe, es klappt, dass ich nicht zu viele Frames verliere und das so hochladen kann. Naja, wenn ihr das hier seht und hört, dann wisst ihr, dass es funktioniert hat. Und dann wäre ich auch übertrieben froh, weil das macht einfach mehr Spaß. Und oh, so ein Vieh schon wieder. Moment, hat Riku vielleicht Ekstase? Nein, hat sie nicht. Der einzige Charakter von mir, den man wahrscheinlich mit One-Hit killen könnte, wäre Riku im Moment. Hat aber noch nicht die Ekstase voll. Soll ich mal? Ja, ich riskiere mal was. Ich will mal was versuchen. Ach, kann ich das nicht? Ah, Mist. Okay, ich kann offensichtlich nicht mich selber damit angreifen. Ah, das wird nichts, weil der wird sowieso gleich wieder abhauen. Und mit Rikus Ekstase würde das locker ausreichen, um dieses Vieh zu killen. Komm, bitte Riku, bitte Riku. Ah, Mist. Nee. Das wird dann nicht. Selbst Lulu kann nicht hart genug zuhauen. Und du triffst bestimmt auch nicht. Nee. Das ist halt das Nervige an dem. Der würde schon ein bisschen was an Erfahrung bringen, aber... es ist einfach schwer, ihn zu treffen, weil er sehr, ja... sehr einen guten Reflexwert hat. Wenn man ihn halt trifft, der hat halt eine gute physische und auch Zauberabwehr, von daher. Oh! Tidus, ich bin angenehm überrascht. Eigentlich habe ich jetzt erwartet, dass ich mit Riku dieses Vieh kille, aber ja. Ihr seht selber, es gibt gar nicht so wenig Erfahrung und das Wanderwappen ist garantiert auch nicht schlecht. Da bin ich mir ziemlich sicher. Mal sehen, ich hatte eins mit 5 und kriege eins mit... oh, 5. Okay, aber ich finde, der Kampf gegen ihn lohnt sich schon. Aber, naja, es reicht im Bezug zu seinen Lebenspunkten, das ist ja nicht gerade viel. Ja. Okay, sorry, es gab eine kleine Unterbrechung, aber es geht auch schon wieder weiter. Und zwar möchte ich eine Schatztruhe, die sich genau hier befindet. Eine X-Potion. Wahnsinn. Haha, nein, das wird nichts. Jetzt kann ich mich wieder schön aufs Spiel konzentrieren und gleichzeitig reden. Im Übrigen gibt es etwas, was ich vor 2 Folgen nicht angesprochen habe. Das mache ich am besten jetzt. Und zwar Ekstase. Hatte ich ein paar neue Ekstase-Arten gelernt, Ekstase-Typen. Und zwar zum Beispiel für Lulu, da habe ich nämlich Zorn gelernt. Und das ist, wie ich finde, die effektivste Ekstase-Technik im späteren Verlauf. Vielleicht nicht am Anfang, aber es ist trotzdem besser als Askese, denn wie ihr oben sehen könnt, füllt sich dann die Ekstase, wenn Mitstreiter Schaden erleiden. Das heißt, dass sich die Leiste füllt, ist die Chance viel höher als bei Askese, weil es eben bei 2 Leuten funktioniert. Bei Askese ist es halt nur, wenn man selber getroffen wird. Damit fängt jeder an. Von daher ist es halt wirklich nicht das Beste, es ist eher einer der schlechtesten Ekstasen-Typen, aber damit lebt man halt am Anfang. Tidus hat zudem Kampfgeist gelernt, das gebe ich ihm auf jeden Fall auch, denn das ist, finde ich, jetzt erstmal für ihn auf jeden Fall das Beste, weil immer wenn er Schaden zufügt, füllt sich seine Ekstase-Leiste. Das ist schon ziemlich geil, das heißt, ich muss nur angreifen und... okay. Jetzt kann ich ja mal sehen, ob ich recht hatte. Mal sehen, ich bin mir sicher, dass sie dieses Vieh mit einem Schlag killen kann. Komm, du kannst das, ich weiß es. Puh, ja, das reicht schon. Ha! Ich hab's ja gesagt. Sehr schön, Riku. Und das mit dem, der Move war auch nicht schlecht. Okay, aber du kannst jetzt erstmal draußen bleiben, denn ich finde, Riku hat jetzt doch... etwas mehr gelevelt und das sollte fürs Erste reichen. Ah, da vorne ist ein Speicherpunkt, den ignoriere ich, aber weil ich weiß, dass sich irgendwo auf der linken Seite hier noch was befindet. Also diese Kaktoren werden auf Dauer echt ein wenig nervig, aber okay. Nee, ich berühre die Symbole am besten nicht mehr. Ich habe keinen Bock, dass da noch mehr von kommen. Ah ja.
Immer wieder diese dummen Gegner, die denken, sie hätten eine Chance. Oh, ein neuer Gegner. Und zwar Eisengigant. Der sollte nicht zu schwer sein, aber ja, man könnte Blindschock gegen ihn einsetzen, was sehr effektiv ist. Denn dadurch trifft er halt nicht mehr so gut. Blindschock wirkt allerdings nur für eine Runde. Ich weiß, das habe ich vorher schon mal gesagt. Aber ich kann es ja ruhig nochmal sagen, nicht wahr? Er müsste auch eine Panzerung haben. Das heißt, Leute, die keinen Schlag mit Panzer haben, Durchschlag, so wie jetzt zum Beispiel Kimari in der Waffe oder Auron, die richten halt weniger Schaden an, außer man macht diesen Panzer kaputt. Von daher sollte man doch lieber mit Auron und Kimari kämpfen. Ja, seine Ekstase hebe ich mir lieber auf, weil ich finde, für einen Gegner ist das, lohnt sich nicht. Stattdessen kann ich ja mal gucken, ob ich Tidus Ekstase noch voll kriege. Arbeite dran. Aber es wäre echt schön, wenn der Blindhieb auch mit. Ah, irgendwie nicht. Das soll uns nicht weiter stören. Tidus muss noch ein paar Mal seine Ekstase einsetzen, damit er endlich eine neue Attacke lernt. Komm. Ach shit, jetzt habe ich Schlafhieb gemacht. Wollte ich gar nicht. Ah, ihr seht ja selber, wie wenig Walker hier abzieht. Normalerweise macht er halt mehr, aber bei gepanzerten Gegnern ist das eben nicht der Fall. Nein, gerade du bleibst ja drin. Aber du kommst mal raus. Für Lulu. Komm. Mach ihm den Arsch nass. Ha! Tja, niemand haut. Immer noch haut niemand so krass ein wie Lulu. Das finde ich aber schön, ziemlich schön irgendwie. Aber okay, auf Dauer ist es vielleicht langweilig, dass Lulu immer den meisten Schaden macht. Aber es ist schon interessant zu sehen, dass bei den meisten Gegnern Zauber einfach am meisten bringt. Finde ich zumindest. Das wird sich schon bald ändern. Es dauert noch ein wenig. Aber für den Anfang des Spiels ist halt Lulu ungeschlagen die stärkste. So, mal sehen, ihr drei kommt wieder rein, denn ihr seid alle ein bisschen tiefer. Und ja, ich sollte meine Level bald mal machen, aber das mache ich bald. Keine Sorge, keine Sorge. Everyone, wait. What's up? I have something to tell you. Here? We're almost out of here. Let's go. Inmitten der Donnersteppe. Was kann so wichtig sein, dass du uns hier etwas sagen musst? Over there. In Ordnung. Somehow, my bad feelings always come true. I've decided to marry. I thought so. But why? Why'd you change your mind? For Spira's future. And Yevon's unity. I thought it would be the best thing to do. That's not good enough. Wait, is it? Is it because of Lord Jiskal? Hey, that's fear! Show me. I can't. I must speak to Maester Seymour first. I truly am sorry, but this is... It is a personal matter. You're kidding, huh? As you wish. I'm sorry. Just one thing. I won't quit my pilgrimage. Then it is fine. Wait a minute, Auron. You don't care? I mean, you're not gonna stop her? No, I'm not. As long as she is willing to face Sin, all else is her concern. That is a summoner's privilege, as long as she journeys. Lass mal rüber gucken. Stimmt das? Ja, die nicken. But that's... Oh, bist du sauer, dass sie jemand anders heiratet? Oh. Yuna, just one question. Can't you just talk to Maester Seymour?
You got to marry him? Don't know. But I think it is the right thing to do. Okay, I guess. Uni! Quiet! I wish we could help somehow, some way. It's okay. I'll be fine. She says I'm sorry. He says it's fine. She's willing to face sin. She's privileged. I didn't understand. But somehow, I felt like I didn't belong. But if I didn't belong with them, I'd be stuck in Spira. Tja, für diejenigen, die halt das nicht wissen sollten, das macht früh genug Sinn. Früh genug. Aber wer es halt noch nicht weiß, der wird halt noch ein ganz kleines wenig im Dunkeln tappen. Next, we're going zwei Ärsche. Der Grüne gewinnt. Yuna can talk with Seymour there. We Guardians will wait until they're done and plan our next move. Understood? Ja. Okay. Aber ich denke, das ist wirklich ein guter Punkt, um die Episode zu beenden. Und ich werde dann offscreen die nächsten Level machen. Von daher sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, viel Spaß und bis dann.